Wenig ist in Videospielen so gefürchtet wie der Game Over Screen. Sterben macht keinen Spaß. Wir wollen weiterzocken, den Boss am besten schon beim ersten Versuch legen, der Held im Zelt sein, den nichts erschüttern kann. Meistens zumindest. Eine der Ausnahmen von dieser Regel sind Roguelites. Die Art von Spielen, die das Sterben zum Konzept erklärt haben. In Games wie Binding of Isaac, Dead Cells oder Cult of the Lamb wird euer Fortschritt nicht in abgeschlossenen Leveln oder Quests bemessen, sondern in neuen Anläufen. Ihr sollt sterben und euer Equipment verlieren, weil euch das besser macht. Weil ihr vertrauter werdet mit den Waffen und Fähigkeiten des Spiels, die euch oft sogar zufällig zugelost werden. Es geht um euren Skill als Spieler und eure Anpassungsfähigkeit. Die macht den Reiz eines Roguelites aus. Und der König dieses Genres ist nahezu unangefochten Hades. Der Indie-Hit um den Sohn des Totengottes Zagreus, der versucht, aus der griechischen Unterwelt zu entkommen, war schon im Early Access ein riesiger Erfolg. Um 2020, zum Release der Vollversion, landete der Titel auf dutzenden Bestenlisten. Mit einer 93 steht das Spiel hoch oben in den Rängen bei Metacritic und auch wir bei GameStar feierten das Action-Rollenspiel-Meisterwerk für die gelungene Verbindung von Story und Gameplay, in der sogar das Sterben Spaß macht. Dieses Jahr bekommt Hades endlich eine Fortsetzung. Der Early Access ist in naher Zukunft geplant, doch wir konnten den neuen Roguelite Dungeon Crawler schon vorab ausprobieren, in einem Server-Stresstest, für den man sich auf Steam anmelden konnte. Unsere Kostprobe macht uns Lust auf mehr. Vielleicht kann die Fortsetzung ja sogar den Vorgänger in den Schatten stellen. Dieses Video wird euch präsentiert von Recaro Gaming. Die Gaming-Chair-Experten aus Stuttgart verknüpfen mit ihrem brandneuen Recaro Air die Tradition und Erfahrung ihrer Premium-Gaming-Stühle mit einem völlig neuen Angebot. Der Recaro Air liefert vielfältige Ausstattungsoptionen und individuelle Konfigurationen zum Einstiegspreis ab 399 Euro. So erlebt ihr die hochwertige Mesh-Rückenlehne des Recaro Air und nutzt die Premium-Synchronmechanik, die sich flexibel an eure Sitzgewohnheiten anpasst. Den neuen Recaro Air Made in Germany gibt es ab jetzt in 4 Farbvarianten auf www.recaro-gaming.com. Den Link zum Shop mit mehr Details findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hades 2 setzt einige Zeit nach den Abenteuern von Zagreus im ersten Teil an und stellt uns eine neue Protagonistin vor. He's gone. Anstelle von Zag spielen wir diesmal nämlich Melinoway, Zags Schwester, die unsterbliche Prinzessin der Unterwelt. Die ist nicht wie ihr Bruder im Hades gefangen, sondern versucht im Gegenteil, von außen in die griechische Unterwelt hinabzusteigen. Denn der Zeittitan Kronos hat ihr übel mitgespielt und scheint den Hades eingenommen zu haben. He is no mere Titan. He is time itself. And time cannot be stopped. Um die Story von Hades 2 zu genießen, müsst ihr den ersten Teil nicht gespielt haben. Mit Vorwissen erkennt ihr aber natürlich einige der Götter, die im Spiel auftauchen, leichter wieder. Und da Melinoway nun mal die Schwester von Zag ist, kann es durchaus sein, dass ihr Bruder in Hades 2 auch noch einen Auftritt hat. Im Testgebiet taucht er aber nur auf einem Bild in Melinoways Schlafzimmer auf. Doch Mels Story steht ohnehin auf eigenen Beinen. Sie will Kronos umbringen. Das verspricht sie zu Beginn jedes Durchlaufs mit ihrem Kampfruf. Death to Kronos. Wie schon ihr Bruder wird sie dabei vom versammelten Götterkanon unterstützt. Zeus, Poseidon und Co. schenken ihr neue Fähigkeiten, mit denen es sich leichter durch die Dungeons schnetzelt. Eigentlich ist es für die Hadesmacher von Supergiant Games ungewöhnlich, dass sie überhaupt einen zweiten Teil herausbringen. Hades 2 ist die erste Fortsetzung in der Geschichte des Studios und deswegen kann man sich durchaus fragen, wozu es dieses neue Spiel eigentlich braucht. Die kurze Antwort vorweg: Supergiant nutzt Hades 2, um die Formel des Vorgängers zu perfektionieren und gibt ihr einen neuen Spin. Das grundlegende Gameplay ist erstmal dasselbe. Wir steigen mit Melinoway in den Erebus herab, so heißt die erste Ebene am Eingang zum Hades. Dort schnetzeln wir uns durch eine Reihe von Monstern. Wir durchqueren einen Dungeonraum nach dem anderen und passieren Tore. Symbole an den Türen zeigen an, welche Belohnung oder Gefahr uns im nächsten Raum erwartet. Die Belohnungen reichen von mehr Lebensenergie bis hin zu Geld, das wir für Ressourcen ausgeben. Es kann allerdings auch sein, dass im nächsten Raum ein Miniboss lauert. Am wichtigsten sind aber die Gaben der Götter. Die Herren und Damen des Olymps schenken uns nämlich neue Fähigkeiten und Upgrades. So stoßen unsere Angriffe dann auch Feinde zurück, versengen sie oder frieren sie ein. Diese grundlegenden Systeme kennen wir alle schon aus Hades 1. Die erste Innovation von Hades 2 gibt's trotzdem beim Kampfsystem. Denn Melinoway ist jenseits des Hades bei ihrer Ziehmutter Hekate aufgewachsen.
Und die ist die Göttin der Hexerei. Um sie auf den Kampf gegen Kronos vorzubereiten, hat Hekate Mel in der Hexenkunst ausgebildet. Deshalb kämpft Mel auch nicht mit Schwertern, Schilden und Bögen wie ihr Bruder im ersten Spiel, sondern nutzt einen Zauberstab, mit dem sie magische Projektile abfeuert. Ein Druck auf die X-Taste lässt dabei einen kleinen Streuregen für den Nahkampf ab, mit Y verschießt sie einen magischen Pfeil, der für weitere Distanzen gedacht ist. Gerade diesen zweiten Fernkampfangriff kann Mel dabei unbegrenzt oft einsetzen. Das ist ein großer Unterschied zu Zacks Projektil, das er erst zurückbekam, nachdem der Gegner, an dem es feststeckte, erledigt war. Mels Kampfkunst wird abgerundet durch den klassischen Dash, mit dem sie schnell ausweicht oder durch den Level sprintet, wenn wir die Taste gedrückt halten. Außerdem nutzt sie einen mächtigen Bannkreis, den sie mit einem Druck auf die B-Taste um sich herum beschwört. Gegner, die im Radius der Beschwörung gefangen sind, können sich nicht bewegen. So treffen wir sie für die kurze Zeit, in der der Kreis aktiv ist, leichter. Das ist gerade bei schnellen Feinden wie diesen kreischenden Sirenen von Vorteil. Mels neues Moveset geht aber noch weiter. Und zwar, wenn wir die Tasten gedrückt halten. Dann kommt nämlich die größte Neuerung von Hades 2 zum Tragen, der Magiebalken unten links. Mit dem entfesseln wir die jeweils mächtigeren Versionen der Standardangriffe. Der Bannkreis fügt nun den Feinden, die in ihm gefangen sind, mehr Schaden zu und die Magieprojektile werden größer und verheerender. Weil wir für diese Angriffe stehen bleiben und die Taste gedrückt halten müssen, sind wir dann kurzzeitig verwundbar und außerdem müssen wir den Magiebalken im Blick behalten. Denn nur mit genug Mana können wir die Spezialfähigkeiten auch einsetzen. Diese Attacken und Fähigkeiten sorgen dafür, dass sich Mel deutlich anders spielt als Zagreus zuvor. Und trotzdem fühlt sich das Spiel vertraut an. Was ich gerade beschrieben habe, waren dabei nur die Angriffe des anfänglichen Zauberstabs. Innerhalb des Tests konnte ich auch eine zweite Waffe freischalten, nämlich die Schwesternklingen. Die sind auf den Nahkampf ausgelegt und fügen Feinden schnell viel Schaden zu. Neben einem Bannkreis kann ich mit ihnen außerdem einen wahren Messersturm auf meine Feinde loslassen und mehrere Gegner auf einmal filetieren. Beim Erklären der Attacken habe ich außerdem bewusst die Tasten des Controllers genannt. Ihr könnt Hades 2 natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen, das Hauptmenü empfiehlt aber nicht umsonst eher Gamepads. Mit denen schnetzelt es sich einfach noch ein bisschen flüssiger. Neben Zauberstab und Klingen gab es in Mels Waffenkammer außerdem noch 4 leere Plätze für Equipment, das ich im Test noch nicht freispielen konnte. Vermutlich darf also auch Mel später wie Zack aus 6 verschiedenen Waffen wählen. Ein anderer Teil der Ausrüstung stand ihrem Bruder aber definitiv noch nicht zur Verfügung. Die Werkzeuge. Die sind die nächste große Innovation von Hades 2. Mit der Spitzhacke oder der Schaufel kann Mel bei ihren Abenteuern im Erebus Erz und Pflanzensamen mitnehmen. Diese Ressourcen werden zu Hause an Hekates Hexenkessel dann für Zauberformeln genutzt, um neue Orte und Händler freizuschalten. Durch eine dieser Formeln tauchte zum Beispiel ein zufälliger Lebensbrunnen in den Dungeons auf, an dem Mel ihre Gesundheit auffüllen kann. Dieser Ressourcenloop lockert das Kämpfen auf und gibt euch während des Durchlaufs mehr zu tun. Das steigert das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Und gerade dieses Gefühl konnte Hades schon immer am besten. Sterben fühlte sich im Original fast nie frustrierend an, weil ihr nach jedem Tod in Zagreus Zuhause zurückkehrt, um mit einem der zahllosen Charaktere zu sprechen, die regelmäßig im Hades vorbeischauen. Das hatte manchmal schon etwas von einer Dating-Simulation, bei der ihr eure Beziehungen mit den Figuren vorantreibt, um so mehr über die Geschichte des Spiels zu erfahren. Dieses System kehrt natürlich auch in Hades 2 zurück. Der Cast besteht aus bereits bekannten Göttern, die schon im ersten Teil auftauchten, und einer Reihe von Neuzugängen. Da gibt es die lustlose Geisterdame Dora, die in Mels Schlafzimmer rumspukt. Who dares disturb my eternal rest? You trifle with powers far beyond your comprehension, witch. Speak! That was pretty decent, right, Mel? Maybe pushing it. Okay, if I call you witch like that? Am Kessel wartet Mels liebevoll strenge Ziehmutter Hekate, mit der wir sogar spielbare Flashbacks erleben, und nicht weit von ihr entfernt steht der glücklose Odysseus, der uns von seinen Heldentaten mit dem trojanischen Pferd erzählt. Well, I'm saying that the possibility exists, yes. Eternal vigilance is near impossible. Enemies have always exploited the lack thereof. I ever tell you of the old wooden horse trick? The old wooden horse trick, yeah. Surely your reputation as the great tactician hinges on more than this one tale? Ah, but classics ought to be retold. Though, if you'd rather, I have far more tales of trickery and valor. Take the Cave of the Cyclops. Diese Neuzugänge habe ich direkt ins Herz geschlossen und ich kann es kaum erwarten, mehr über sie herauszufinden, sobald Hades 2 erscheint.
Das gilt aber auch für den bereits bekannten Götterkanon. Von dem erhalten wir wie schon im ersten Teil regelmäßig Gaben, die Mels Attacken verstärken. Göttervater Zeus, der Schmied Hephaistos, Jagdgöttin Artemis und die anderen haben zu Mel eine merklich andere Beziehung als zu Zagreus und lassen immer wieder Hinweise über Mels Backstory fallen. It's been too long, sister. Look at you on your great... Dazu habe ich das Gefühl, dass Hades 2 auch optisch neue Wege gehen wird. In Sachen Grafik sind die handgezeichneten Charaktere und der detaillierte Comic-Stil sogar noch ein bisschen schicker als im ersten Teil. Der hat ja mittlerweile auch 4 Jahre auf dem Buckel. Doch wenn die erste Welt des Erebus auch für den Rest des Spiels repräsentativ ist, bekommen wir in Teil 2 auch ein paar neue Umgebungen zu sehen. Zagreus begann seine Reise im Tartaros, der tiefsten Ebene des Hades, einer Höhle mit rotem Gestein, Schwefel und Flüssen aus Lava. Mel beginnt hingegen im Erebus. Der Eingang zur Unterwelt ist ein verworrener Wald, durch den ruhelose Seelen wandern. Vielleicht bekommen wir ja auch noch ein paar andere Biome zu sehen, bevor es zurück zu Schwefel und Lava geht. Im Servertest konnte ich Hades 2 über 6 Stunden ausgiebig spielen. Das begehbare Gebiet beschränkte sich jedoch auf die Erebus-Region und den ersten Bosskampf des Spiels. Nachdem ich den geschafft hatte, wurde ich zwangsläufig zurückgeworfen. Bis dahin ist mein Eindruck vom Spiel aber sehr gut. Hades 2 wirkt wie eine weitergedachte Fortsetzung, die das bekannte Spielprinzip um neue Mechaniken und einen interessanten neuen Hauptcharakter erweitert. Melinoway spielt sich deutlich anders als Zagreus, aber doch vertraut. Gerade mit ihrem Zauberstab, den Energieprojektilen und dem Bandkreis fühle ich mich mächtig, wenn ich Feinde erst absichtlich an mich herankommen lasse, um sie dann festzusetzen oder aus sicherer Entfernung meine Magiepfeile zu verschießen. Die mächtigen Mana-Angriffe, die ich auslöse, indem ich die Angriffstasten gedrückt halte, sind dazu der Honig in diesem griechischen Joghurt. Diese Attacken hauen ordentlich rein, doch ich muss den richtigen Zeitpunkt finden, um sie einzusetzen, weil das Gedrückthalten etwas dauert. An dieser Stelle muss ich aber noch das letzte Upgrade-System in Mels Heimatbasis erwähnen, den Altar. Hier schaltet Mel mit der Zeit Tarotkarten frei, die ihr bestimmte Boni einbringen, mit denen sich unterschiedliche Builds bauen lassen. So können ihre Standardangriffe zum Beispiel mächtiger werden, wenn sie noch keinen Mana verwendet hat, um die Magieattacken zu nutzen. Sie kann nach jedem Dungeon etwas Gesundheit zurückgewinnen oder aber während des Kampfes Mana regenerieren. Weil Mel zumindest im Test nie alle Karten gleichzeitig anlegen konnte, musste ich mich hier entscheiden. Und dieses Abwägen wird auch im Kampf ständig von mir verlangt. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Mana zu nutzen? Welchen Weg wähle ich, wenn sich mir im Dungeon 2 Türen präsentieren? Und welche der Gaben, die ich gerade von einem Gott erhalte, ist die beste? Denn die Götter von Hades 2 haben einige interessante neue Gaben im Gepäck. Es gibt die üblichen Verstärkungen mit Blitz- oder Wassermagie von Zeus und Poseidon, es gibt aber auch coole neue Fähigkeiten, wie ein Tornado, der jedes Mal ausgelöst wird, wenn ich mit Mel sprinte. Ich freue mich jetzt schon darauf, diese Auswahl noch genauer unter die Lupe zu nehmen, wenn das fertige Spiel erscheint. Dasselbe gilt für die Nebenfiguren von Hades 2. Gerade die Mutter-Tochter-Beziehung von Mel und Hekate ist so ganz anders als die zwischen Zagreus und dem grimmigen Hades. Über diese beiden will ich genauso mehr herausfinden wie über den glücklosen Odysseus und die spukende Dora. Und das ist das Gefühl, mit dem ich den Hades 2 Testlauf verlasse. Mit Hunger nach mehr. Wenn es ein Spiel von Supergiant Games verdient hat, eine Fortsetzung zu bekommen, dann definitiv Hades. Ich will jetzt schon wissen, was dem Entwicklerteam während der Early Access Phase noch so alles einfällt. Wann genau die startet, ist leider noch nicht bekannt. Von Supergiant heißt es nur, ziemlich bald nach dem geschlossenen Servertest. Es könnte also schon in den nächsten Tagen soweit sein oder erst in den nächsten Wochen. Im Early Access werdet ihr außerdem wohl erstmal ziemlich genau das spielen, was ich testen konnte. Das erste Gebiet Erebus und den ersten Endgegner. Den Boss durfte ich während meiner Probephase außerdem nur maximal 5 Mal legen. Hoffen wir, dass diese Beschränkung zum Early Access Release entfällt. Sobald es soweit ist, startet der Early Access auf Steam und im Epic Game Store. Für die Konsolen gab es beim Vorgänger noch keinen Zugang vor Release des vollständigen Spiels. Nach dem Erfolg von Hades 1 könnte sich das für den Nachfolger aber ja durchaus ändern. Ich bin auf jeden Fall bereit für meinen nächsten Abstieg. For now. A cruelly abrupt end shall have to do. Return to Shadow now.